Es ist was Entsetzliches passiert. Das wird jetzt auf der Bühne vorgeführt. Auf dem Platz vor diesem Opernhause, das Sie besichtigen können in der großen Pause, wurden die Bücher verbrannt. Dann brach der große Krieg aus, wie bekannt. Einstein, unser Held, entfloh und wurde seines Lebens auch auf der anderen Seite der Erde nicht froh. Warum? Er wählte falsche Freunde, der Menschenfreund. Im Bund mit aller Menschheit Feinde. Er saß zu spät, als er sah, das sehen Sie in unserer Historia. Mord ist die Bürgerpflicht. Wer keine Angst hat, wird erschossen. Die gehen auf den Knien. Ich gehe über den fliegenden Rat der Kniende hoch auf. Furchtsam schreiten sie fürchterlich gegen lebendiges ein, zerfallen mit sich selber fällen sie, was sich nicht in Staub wirft. Sie zerstampfen unter den Knien ihr Land. Gott sei Dank, er ist weg. Oder sie haben ihn. Das Haus ist leer, alle Türen offen. In den Büchern der Wind. Eine herrliche Nacht.
führte, Einbildungskraft zu verwildern. Jeder sein eigenes Gespenst, grün im Gesicht. Deutschland steht Kopf und redet mit dem Hintern. Kannst du mich auf den Mond schießen? Du bist verbrannt, du musst verschwinden, schnell! Du warnst mich, ich hab noch Freunde. Sie kommen fort, ein Königreich für ein Fahrrad! Er hat sich den Hals gebrochen. Ich muss zum Arzt. Galilei, Discorsi, abgefasst unter Himmlers Aufsicht in der Gestapo Villa, ein entschiedener Anhänger der Einzelhaft. Giordano, der Verbrannte. Leonardo, Emigrant, er wurde 100 Jahre alt, schrieb Geheimschrift und malte die Sphinx, fuhr einen Rolls-Royce bis zuletzt. Warum ich meine Methode, so lange unter Wasser zu bleiben, wie lange ich es ohne zu essen aushalte, nicht aufschreibe. Und ich will sie nicht veröffentlichen und verkünden wegen der böswilligen Natur der Menschen, die in den Tiefen des Meeres Mord verüben würden, indem sie die Schiffe von unten aufbrechen und versenken würden, mit allen Menschen darin. Thank you.
was ich oft in der Frühe, ich darf den Morgen nicht sehen. Dass mich keiner erkennt, dass ich den Morgen noch einmal sehe, hier jetzt muss ich gehen. Sieh noch hier! Unsere Köpfe sind zu groß für dieses Land. Zweimal lasse ich mich nicht verbrennen. Ich laufe über zu den Gegenfüßlern. Kommt mit, wollt ihr im Schlachthaus leben? Es ist alles nicht schlimm. Sie werden ersticken im eigenen Gebrüll. Niemand wird euch hören, wenn ihr um Hilfe schreit. Überleb ich. Die machen Krieg, das ist gut. Der Krieg wird sie austilgen. Mein Haus, mein Mauseloch, mein Lehrstuhl, meine Burg, mein Trost sind Naturgesetze. Auch die Kanaille muss sterben. Jetzt sehe ich wieder da. Die ins Feld fällt, die Licht ist in der Welt. Frisch auf, die Sorte prüft gleich zwei mächtige Wassereien.
sein. Worauf sie sich, worauf sie sich verlässt, sie sich, worauf sie sich verlässt. Alles gesunde junge Leute, ich will nicht gesund sein, zumindest den Hals hätte ich mir brechen sollen beim Fenstersturz. Herrgott, wenn es dich gibt, schaff mir einen Buckel, ekelhafte Krankheiten, tröste mich und mach mich blind, bedecke mich mit Libra. Ich will taub sein oder die Schwindsucht. Ich habe die Seuche, oder wir gehen zur Gestapo. Ich kenne da einen, der ist Knochenschlosser. Herr, sehen so deine Engel aus? Durch diesen Abgrund, in welchen Himmel, wohin bringst du mich, nasenfressende Zeit? Um die Ecke, entscheide! Wenn mir was zustößt, im finstern Schlund, in den ich tauch, verrammelst das Loch mit meinem Grabstein. Darauf schreibt, er wandelte die verschwungenen, relativ wenig durchleuchtet. Sonst könnte ich mich sehen. Ich wollte, ich wäre wach und die Welt schliefe. Wieder verhöre, ich bin taubstumm vom Kind an. Der Adjutant des Führers. Ist's der? Ich bin ich. Wer ist es? Eine einfache Frau hat ihn eingeliefert aus dem Volk in einem Handwagen. Wegen Wehrkraftzersetzung, das hat ihr Mutterherz erregt. Er hat sich gewehrt, indem er ihr die Nase hat abgebissen, als Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sie hat ihn übermannt mit einem Nudelholz. Das ist der neue Geist. Wie sehen Sie aus? Sie folgen mir zum Führer. Ich habe die Seuche, dafür fehlen mir 8 Zähne. Letzteres in Folgeanwendung, einfacher Hebel. Ich könnte die Welt zerhauen, mich lässt nur keiner. Gib mir 1 Million,
eine Million. Und ich furz euch vom Planeten. Lass dich bloß nicht wieder blicken. Ich mach dich zur Schnecke. Hat das Schwein ein Schwein gehabt? Führer, die Stadt der Roten, die lange bestürmte, ist erobert. Verluste 10.000. Die 80-Jährigen an die Front. Das Volk versammelt zur Sieges. Mein Führer, die Stadt der Roten, die glücklich eroberte, ist verloren. Verluste 100.000. Die 8-Jährigen an die Front. Den Teppich! Physiker. Im Interesse der schnellen Herbeiführung des Friedens muss ich jetzt den totalen Krieg führen, obwohl mir das Herz blutet. Da mir gesagt wird von euch Physikern, das, was unter der Erde strebt, aufwärts, wo ihr hintretet, und das Gewitter am Himmel zerteilt sich, wenn ihr ihn anblickt, befehle ich, dass ihr abbrecht die Erdteile, welche sich mir widersetzen. Weil ich nicht alles allein machen kann. Mein Führer, das Volk ist versammelt zur Siegesfeier! Von Pontius bin ich gerannt zu Pilatus, schließlich hab ich dem Irren versprochen, dass wir die Welt zerhacken, wenn er dich freilässt. Wollt ihr den totalen
Krieg! Ja! Die Welt zerhauen! Nicht ich hab sie gebaut! Die Welt zerhauen! Sonst sperren sie uns ein! Die Welt zerhauen! Wir retten unsere Haut! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja. Nein. Sind Sie zum Tode verurteilt? Warum? Ihre Verbrechen sind dergestalt ungeheuerlich, widerwärtig, schamlos, pervers, abstoß sowie abenteuerlich, dass ich Ihre Bezeichnungen ohne Erröten nicht aussprechen kann. Das können Sie von mir nicht verlangen. Mann, Ihr letzter Wunsch? Ich will Sie, du Armleuchter, nennen. Beeilung, dass wir das du Arm! Bitte genau einen Text! Meine Zunge ist wie verhext! Du Armleuchter, müsst sie sagen, sieh! Du Arm! Leider treffe ich es nie! Ich warne Sie, Sie können nicht mitgerichtet werden, wenn Sie sich weiterhin so ungebärdig gebärden! Sie doppelt am Leuchter! Sagen Sie du zu mir. Du Armleuchter. Der letzte Wunsch des Delinquenten war, mich du Armleuchter zu nennen. Was er 8.37 Uhr getan hat, sodass wir 8.38 Uhr mit der Hinrichtung desselben haben beginnen können. Ich habe gar keinen besonderen Hunger, weshalb ich immer noch untätig hier herumlungere. Ist die Familie groß, die du ohne Ernährer obdachlos hinterlässt? Etwa drei Freundinnen hab ich versetzt. Die werden jetzt aber Zähne klappern und wehklagen. Das will nichts mehr sagen. Ich höre ja gern todtraurige Geschichten. Kannst du mir eine zur Hälfte oder zu einem Sechzehntel berichten? In dieser Situation erzählt Hans Wurst dem Krokodil den besten Idiotenwitz des Tages. Ah!
So ein Urvieh kam mir mein Lebtag noch niemals nicht vor. Trink mit mir einen Schnaps, Bruderherz. Freund, wo bist du? Landwirt. Das ist doch. Du bist ein Reptil. Ich hatte gleich anfangs ein äußerst unangenehmes Gefühl. Die Tränen, sie kullern, gleich packt mich die Wut. Der schnödeste Undank. Jetzt will ich dein Blut. Als erstes die Schlange da, welche ich hierzulande noch nie nicht sah. Ich fresse nur, dass ich heule, damit dieser anmutige Weihe über seine Stirn und über den Ufer tritt. Steht das Wasser, ist bis da oben noch. Dich fresse ich auch noch. Kommt es schlimm als schlimmer, Witze helfen immer.